Ich wollte doch So. nur zu meiner Leiche. Ja, also. Habe ich Holz hingestellt? Ah, da habe ich die Kohle noch hier. Du Irgendwie erwartest auch wird ein das bisschen nichts. viel, finde ich. Du erwartest ein bisschen viel. Ich? Ja. Warum? Zu Ich will deiner doch nur. Leiche. Ja, weil darum. Aus Weil Gründen. darum. Da, Oh, ich ich habe habe da Karotten Sachen. gefunden, Alter. Ich habe da Sachen, ich habe da Business. Ich habe da doch meine Sachen ordentlich und mühsam gesammelt, Mensch. Zusammengelegt, ja, du, das kann, das wird Warum noch. habe ich, denn einen kaputt gebrochenen Knochen angezeigt? Ja, wahrscheinlich, weil du zu heftig gerannt bist. Echt jetzt? Ich weiß ja nicht, wie du Nassknochen. läufst, aber. Echt jetzt mal. So wie du läufst, ja. So wie du läufst, so brechen sich andere Knochen. Unfassbar, aber auch wirklich, ey, über die Leute. Schön. Was war denn das gerade? Was? Ja. Was? Also Phoenix, du sagst Bescheid, du bist jetzt da wieder bei mir in der Nähe gespawnt, oder? Ich bin beim Strand, ja. Okay. Es gibt hier Ich eigentlich bin keine jetzt Viecher mehr. gerade auf dem Weg hoch zum Turm. Ich pendel jetzt momentan so ein bisschen zwischen Strand und Turm, Ja, ich habe um gedacht, einfach ich noch nehme einen Leder. anderen Strand und was liegt da denn? Lebt das Viech? Dinge, die die Welt bewegen. So, hier mal wieder ein bisschen Struktur, Grundstruktur. Und denk dran, deinen Wasserbeutel aufzufüllen, Phoenix. Wie mache ich das? Ich. Du gehst einfach ins Wasser und wählst dann den Wasserbeutel, am besten auf Quick Ja, habe ich. Dingsbums. Und genau, und dann müsste der so blau angezeigt werden. Aber der leert sich mit der Zeit auch von alleine. Also Ah, okay. das siehst du quasi unten bei der Haltbarkeit. Ich glaube, ich verhungere wieder. Unten bist du, siehst du das Feuer unten? Nein. Ich bin irgendwo am Strand, wo zwei riesengroße T-Rex sind und deswegen Gut, drehe ich da mich werde ich wieder nicht um. hinkommen. Da steht auch nicht mein Feuer. Es ist. Zwei riesengroße T-Rexe. Ist das immer noch da in dem Bereich, wo wir waren, so auf der Karte? Ja, ich bin da runtergefallen und ich dachte, ich spawne mal eben neu dort in der Gegend und hole meine Leiche, die ich nicht erreichen kann. Und ja. Da fängt schon an der Fehler. Da fängt schon Nein! an, genau. Oh Mann! Ist der Kackbogen kaputt gegangen. Irgendwie bin ich blöd, aber. Geht das mit dem Knochenbruch auch mal weg? Oh nein, nicht du Mit schon wieder! der Fuck. Zeit. Ja, gut, jetzt kannst du aber wenigstens wieder dort spawnen, wo du hingehörst. Ja. Das klingt irgendwie So. komisch. Jetzt kannst du wieder dort spawnen, wo du hingehörst. Ganz ruhig. Was? Beruhig dich! Mach ich. Mit dieser unnötigen Aggression! Oh. Warum ist dann das Futter so schnell hier zu Ende? Es geht Das tatsächlich geht schon. voll schnell runter. Wenn du viel machst, dann geht's auch weg. Ansonsten finde ich es eigentlich ganz gut. Mein Rennen verbraucht halt. Hä? Warum kann ich meine Spikes eigentlich nicht wegmachen? Was soll die Kacke wieder? 79 Leder. 79 Leder. Spikes? Achso. Ja, irgendwie. Ah, hier. Apparieren. Ne, ich will abreißen eigentlich. Phoenix, wo bist du? Ich frage Ja, einfach immer. ach so, ich bin am Strand gespawnt und sammle hier gerade Holz. ein bisschen was ein. Okay. Damit ich diesmal nicht nackig herumlaufe und friere und.
Versuch mich mal am Strand ein bisschen auszurüsten. Du, wenn du Ressourcen brauchst, das eine oder andere kann ich dir geben. Ich komme jetzt wieder runter zum Strand. Ich muss nämlich ans Feuer. Ich bin schon wieder am Hungern. Leder, tatsächlich. Oh, aber jetzt bin ich fast gestorben. Oh. Was, du hast Leder gefunden? Nein, Leder bräuchte ich. Achso, ja, warte, ich hole dir gerade mal... Wegen dem Wasserbeutel. Achso, einen Wasserbeutel kann ich dir direkt geben. Ah, okay, cool. Warte, ich erlege nur gerade mal hier den Dino. Oh, jetzt komm schon. Oh, super. Naja, immerhin 29. So, warte. Einen Beutel, ja? Mhm. Dann kann ich dir nämlich direkt mal auffüllen. Hab also ich vor mich geschmissen hier. Guck mal hier. Ach, da bist du ja schon. Stellen. Hast du ihn gefunden? Ja, habe ich. Okay. Wo seid ihr denn jetzt? Wer wir? Ja, ihr. Ihr direkt am Anfangspunkt, wo wir ganz am Anfang angefangen haben. Okay. Wir sind nicht weit gekommen. Das ist halt gut, weil du hier nicht ganz so schnell stirbst. Entschuldigung, Phoenix. Aber das, es geht hier tatsächlich. Also hinten bei uns stirbst du noch deutlich schneller. Deswegen halte ich mich momentan auch mal ein bisschen länger hier auf, weil ich hier auch relativ safe ein paar Ressourcen sammeln kann. Die da drüben von den anderen Pappnasen immer gleich weggenommen werden. Nein, das sind. Oh, was sind denn das für Viecher bei uns jetzt? Was soll das denn? Siehst du, was sag ich? Nein, der soll. Sei froh, dass du hier mit. Phoenix, vielleicht machen wir hier auch einfach unser eigenes Ding. Das verreckt schon an der Stelle. Unseren eigenen Tribe. Oh, Scheiße. Verdammt. So, brauchst du Essen? Fleisch? Ich habe ganz viele Beeren. Also durch das Fasern sammeln habe ich jetzt hier ganz viele Beeren und ich wollte jetzt hier mal so einen Baum zerschlagen. Damit ich mir mal so eine Axt und sowas machen kann. Ja. Also kann ich dir natürlich alles geben, aber vielleicht ist es am Anfang gar nicht so schlecht, wenn du erstmal so ein bisschen die Grundmechaniken dann auch selbst nochmal anwendest. Dachte ich mir nämlich auch. Dann lass uns doch vielleicht so ein bisschen so machen, dass ich hier so ein bisschen Ressourcen sammle und in der Nähe bin, falls was gibt. Und bei Gelegenheit können wir uns dann ja auf den Weg zu den anderen machen. Ach, ich wollte ja eigentlich mal Level. Ich geh jetzt erstmal zum Wasser und füll meine Tränke auf. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so blöd. Ach, du hast da ein Feuerchen gemacht. Liegt doch überall Fleisch drin. Warte mal, ich hab doch hier irgendwo. Nein! Doch! Okay. Ich hatte doch irgendwo, konnte ich doch... Alter, warum leckt denn das heute so? Oder warum... An dir oder jetzt an einem scheiß Server? An dir. Ist das Öl? Leck mich doch am Arsch, Alter. Was machst du denn da? Ich hasse Siehst diese du? Scheiß verfickte Treppe. Oh. Was ist das für eine Schmiere da drauf? Ich korrigiere das. Ja, das ist jedem schon aufgefallen. Das jetzt mit dem Scheiß. Das wissen wir nicht. Das muss irgendwie mit dem Mod gekommen sein. Wie oft ich da schon an der Scheißtreppe da gestorben bin, ey. Also das scheint tatsächlich Öl zu sein. Das soll hier auch... Das durch die du Mod brauchst ja auch Öl irgendwann. Es kann eher sein, dass das jetzt mehr oder weniger dadurch entstanden ist, dass der Server jetzt schon eine Weile läuft. Dass man das jetzt so stark sieht. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ah, ich könnte einen Parasaurus-Sessel. Sessel, ja. Parasaurus-Sessel. Genau. Das war eine schöne Mikrofon. Hat gut gepasst gerade eben. Ja. Hä, was ist das denn? Ih, das ist dein Kackhaufen. Der kannst du aufheben, das ist Dünger. Ja, aber. Aber nein, aber ich. Ich habe auch gerade noch mal einen hingelegt. Ich muss ganz ehrlich sein, ich weiß nicht, ob ich deinen Kacke aufheben möchte. Heb halt deine eigene Kacke auf. Oder geh halt zu Netto.
Sag mal. Oh, so eine dumme Werbung. Ich finde die gut. Gestern, oh Alter, gestern, das war so gut, wir haben auf der Couch gelegen und dann plötzlich, das Handy hat irgendeine Serie laufen gehabt und irgendeine Tante da in der Serie zu der anderen, dann geh halt und wir beide gleichzeitig zu Netto. Das war so geil, Alter. Wir haben so gelacht. Piet. Krass, ich habe hier ein Einhorn. Wie kann man das denn zähmen? Wie oft bin ich jetzt eigentlich heute schon gestorben? 7 Mal. Hast du eine Null vergessen oder was? So. Schauen wir mal, was da basteln kann. Wie kann man. Okay, wenn du es genau wissen willst. Ich werde kein Einhorn töten, das ist mit Sicherheit das letzte. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, zufrieden? 11 Mal. Sorry. Was ist denn eigentlich jetzt schon wieder? Warum bin ich denn schon wieder am Verhungern, Alter? Bei mir hat es gerade aufgehangen. Wer ist denn da hinten? Das ist schlecht. Wer ist denn gerade am Strand? Ja, ich bin an irgendeinem Strand. Pferde sind ganz seltsam zu zähmen. Irgendwie füttern, dann draufsetzen und quasi einreiten. Das klingt falsch. Hä? Das ist irgendwie nicht ganz. Ach so, reitet man doch auf Frauen ein, oder? Wer hat das gespielt? Ja. Das hab ich gesagt. Achso. Oh, das Spiel ist abgestürzt. Oh. Ja. Das ist im Spectre aber kürzlich auch schon passiert. Ich triff's dann auch überall, oder? Ja. Es gibt ja auch noch so ganz unfair Frauen zu, weißt du? Versuchen wir direkt nochmal. Tut mir leid, sterb's auf. Die anderen zwei Betten brauchen ein bisschen, bevor ich da wieder spawnen kann. Solltest aber hier aufpassen, hier in der Nähe ist ein Terrorvogel. Nicht mehr. Also zumindest wenn du den einen meinst, nicht von Flat gemacht hab. Hat er nicht gesagt, doch hat er. Das liegt doch, jetzt noch. Da sind noch zwei auf dem Weg. Hallo, ja, gib mir mal meine Pfeile wieder, Alter. Die vorhin geschickt rumgerannt. So. Von wem ist denn jetzt überhaupt der Stamm von Michael? Kennt ihn jetzt eigentlich irgendeiner? Nee. Den Michael kenne ich, ja. Er meint aber nicht den Schuhmacher. Nein, ich weiß. Ich kenne aber den. Ich weiß, wer der Michael ist. Also, falls jetzt irgendwie. Ach so. Die Frage aufkommt, um wen es sich dabei handelt, den kenne ich. Wieso? Was gibt's da für ein Issue? Der hat unter mir gebaut. Der hat überall gebaut bei uns. Müssen wir hier mal die Gesetzesroute auspacken? Ist das so schlimm? Hat er uns da irgendwie zugebaut? Also bei mir hat er, glaube ich, nichts gebaut gehabt. Ich denke mal, später wird er uns zu. Später werden wir Probleme kriegen, denke ich mal. Meinst du? Na egal, in welche Richtung wir jetzt gehen, er hat gebaut. Da. Ich bin am Strand. Okay. Von deinem Lagerfeuer. Ah, okay. Wer ist denn Hugo? Egon Balder. Ich glaube zwar nicht, aber. Das ist ein freies Land, noch können sie vorbeikommen. Ja, machen können sie ja sowieso nichts, also daher. Bis wir die Serverregeln ändern. Achso, für Phoenix auch nochmal, also für dich, wir spielen ja hier auf PvE, also gegenseitig angreifen. Kannst du zwar, aber es macht keinen Schaden. Ah, cool. Du kannst andere nur passiv dissen, da gibt aber Kernel Kurse drin. Immer Mittwoch und Samstag um 21 Uhr. Du blöder Wichskopf!
Sollen wir da nochmal diverse Beweismaterialien auspacken? Die sind schon online, die Beweismaterialien. Weißt du, Phoenix, der Penner hat sich kürzlich eine Viertelstunde an den Kopf von so einer Leiter gestellt und ich konnte die scheiß Leiter nicht hochgehen, weil er da stand. Oh. Oh. Ich wusste, dass dich das so sehr anpisst. Wäre ich ja noch länger stehen. Das pisst mich nicht an! Ist doch ein ganz ruhiger, oder? Ganz ruhig. Ja. Und wo bist du eigentlich, Alan? Ich bin jetzt hier gerade auf dieser Wiese. Wenn du den Berg hochgehst, da ist ja eine recht große Wiese. Und da bin ich hier so ein bisschen am Blumen pflücken und streuen. Seid ihr jetzt da oben bei dem Leuchtturm, oder was? Ja. Wie kann ich das Einhorn zähmen? Ja, das habe ich vorhin auch schon gefragt, aber... Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Nein! Nein! Der Brontosaurus, der geht auf mich los. Warum? Was hast du gemacht? Ach, wenn du denen zu nahe kommst, dann flippen die manchmal aus. Die haben da ein bisschen berührt. Dann ist es aber kein Bronto. Ja, dann was ist es halt so ein anderer Langhals. Ellen hat wieder jemanden schief angeguckt, den man nicht schief angucken sollte. Hm. Wenn ich wieder da bin, gucke ich dich mal schief an. Alter. Oh, ich war Hunger. Nein, ich muss zum Feuer. Was Neues. Ja, genau, was ganz Neues. Ah, Jakob, grüß dich. Neues. Servus, mein Lieber. Wie geht's dir? Mann. Struktur. Boah, das war wieder so ein dünnsches Kack, den ich gerade rausgelassen habe. Ja, sorry, wenn es halt so ist. Ich meine, das ist das Normalste von der Welt. Ja, man könnte meinen, man ist hier im Altenheim. Da ist auch die Top-Diskussion immer so. Wie war denn dein Stuhlgang letzte Nacht? Ich habe doch noch gar nicht von meinen Stützstrümpfen erzählt, in denen ich hier momentan sitze. Ja. Ja. Kann ich auch nur ein Fleisch aus dem Feuer nehmen? Mach mal einen Rechtsklick auf das Fleisch. Ich glaube, dann kannst du nur eins nehmen. Also Rechtsklick und dann nehmen. Dann nimmst du, glaube ich, nur eins rüber. Aber nimm doch alles. Warum denn? Ach so, weil ich wollte dir das nicht klauen. Nein, Quatsch. Ich bin doch so gerade hier dabei. Okay. Quasi hauptberuflich Fleisch und Leder. Ja, und 12-mal. Was bist du denn? Na, Piet, wo kommst du diesmal raus? Bei uns in der Nähe. Oh, die Terrorbirds gehen auf Jagd hier. Das ist aber nicht so schön. Oh, Wiss, wie zähmte man den denn nochmal? Was brauchen Flugsaurier zum Essen? Brauchen die eigentlich Fleisch oder brauchen die Beeren? Fleisch. Okay. Gibt's hier nicht irgendwas Kleines, was ich kaputt hauen kann, so als Anfänger? Dodos. Sehr frag doch mal, ob sie schon bereits diesen Viechern zur Verfügung stellt. Nee, Dodos sind tatsächlich sehr gut geeignet zum Kaputtschlagen. Herr James, der Passiv-Szene meinst du damit? Kenn ich schon. Aber trotzdem danke. So. Ich steh im Feuer. Heiße Füße. Habe ich jetzt noch? Sehr gut. Ich bin so froh, weil mein Turm hier fertig ist, ey. So, ich bin jetzt nur mal zur Wasserstandsmeldung gerade oben am Turm, Sarah. Und. Ach, Sarah, sag ich. Sarah. Entschuldigung, Phoenix. Passt schon. Komm jetzt mal wieder Richtung runter. Ich laufe momentan immer den Berg hoch und runter, weil. Irgendwie auf dieser Strecke immer irgendein Vieh mir entgegenkommt oder mir ein Baum in den Weg läuft. Hier gibt es keine Dodos. Gibt es irgendwie auf dieser Riesenfläche, gibt es da ein Dodo oder sowas? Nee, Dodos gibt es hier schon. Ich weiß auch ungefähr wo. Ich habe nämlich vorhin ganz viele gesehen. Warte. Ich such's gerade erstmal selbst und dann. Und dann kann ich dich hinführen.
Also ich bräuchte vielleicht ein bisschen Leder, damit ich ein paar Schuhe habe. Ah, hier sind welche, okay. So, wo bist du denn gerade? Ach so, ich bin hier vom Strand, hier die Wiese. Und ich mache gerade ein... Die gehst du hoch gerade, die Wiese? Flach. Also, ich renne da gerade irgend so einem Viech hinterher. Okay, halt dich mal, wenn du die Wiese gerade hochgehst, rechts. Geht doch. Warte, ich muss noch jagen. Ja, lass dir Zeit. Komm her, du. Boah, du kannst da drauf klettern. Das ist unfair. So, ich stehe jetzt hier quasi oben an der Wiese, wenn du hochkommst. Mhm. Hier, ich sehe dich, du rennst da, das kannst du, glaube ich, knicken. Nee, warum? Kannst du knicken, weil die sind zu... Ich habe eben in ein so ein Vieh 20 Pfeile reingejagt und das ist nicht umgekippt, also... Ach so, die sind zu robust, meinst du? Oh nö. Oh nö, hier bin ich, guck mal. Hä? Hinter dir! Ah, ich sehe dich nicht. Bin ich so klein? Ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, in dem ganzen Grün... So, hier, wenn du Leder willst, dann schlag mit dem Ding auf den ein. Oh, es tut mir voll leid. Ja, willst du leben oder willst du... Ja, ist mir... So, okay. Ist mir schon klar, aber das sieht so süß aus. Ja, mir tut's ja auch leid. Nein! Herrlich. Oh, schön. Das sind die tollsten Streams, wenn im Hintergrund ein Bayer ausrastet. Ja, genau. Kruzifix noch einmal. Stimmt. Scheiße. Nein, bleib doch hier, du Fickvieh. Ich hab Schuhe an. Ja. Ja, das ist so klar. Entschuldigung, aber wenn sich eine Frau nicht darüber freut, dann über was sonst? Ja, hallo? So. Also ich würde hier nicht barfuß lang latschen wollen. Ich stelle mir das sehr unangenehm vor. Wo der Ellen die ganze Zeit hinkackt, ne? Eben. Du bist immer die Gefahr, dass du da reinkommst. Oh. Hey. Kerl, Alter. Hat der jetzt auch irgendwo hingekackt, oder? Dann war das aber ein ziemlich holpriger Kack. Okay. Das war sein Controller, der Vibratort hat. Nichts. Ich wollte ja noch zeigen, wo die Dodos sind. Ne? Aber ja, die brauche ich ja jetzt nicht. Jetzt habe ich ja Fleisch, naja. Jetzt habe ich Leder. Ja, bis du es nicht mehr hast. Ja, stimmt. Du kannst, glaub mir eins, du kannst hier nie genug von irgendwas haben. Weil du bist es sehr schnell wieder los. Willst du gerade mir folgen? Ja, warte. Ja, komm, ich folge dir. Und ich habe dich entdeckt, ohne dass du sagen musst, dreh dich um. Ich habe nur darauf gewartet, dass du in die andere Richtung rennst. Wo bist du denn? Ich genau hinter dir stand, aber sehr gut. So, warte mal, die Viecher waren hier in der Nähe. Ich muss immer selbst ein bisschen gucken. Ich merke schon. Na komm, jetzt geh doch da hoch, Alter. Wir müssen hier rechts irgendwo einen Weg runterfinden, weil da sind die. Wege runter, damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Hier, ist alles gut. Da, wo Gras wächst, kannst du in der Regel relativ safe runtergehen. Das so als kleine Faustregel. Bist du noch hinter mir? Ja. Wo? Wo bist du? Geh weiter runter, hier unten bin ich. Ah, okay. Ich bin halt vorsichtig runtergelaufen. Ja, ist doch alles gut, alles gut. Alles prima. So, okay. So, und hier... Ach, guck mal, hier ist schon einer. Den kannst du... am besten holst du dir dafür aber einen Speer.
Mhm. Also das geht auch so, aber mit dem Speer machst du es. Ich muss so bescheuert aussehen, wie ich mit dieser Axt da drauf halte. Ach, ein bisschen martialisch sieht's aus. Was hältst du denn auch so kackvoll? Als würdest du für ein Konzert von Slipknot trainieren. Gut. Alter. Du hast deinen ersten Dodo erledigt. Ja. Ja. So. Speer, sagtest du. Genau, oder ein Bogen, wenn du schon einen machen kannst, respektive ich kann dir auch einen Bogen machen. Ja. Wenn du möchtest. Ja, komm mal her, ich mach dir mal einen Bogen. Okay. Nur das Pfeile. Gibt's nicht. Wo kommen nur, die denn jetzt schon wieder her hier? Nur Pfeile müsstest du vielleicht. Irgendwann musst du das natürlich so selbst quasi erforschen, dass du das bauen kannst. Ja. Aber so für den. Ach, dein Colonel, was ist denn los mit dir? Pass mal auf. Ja, sind drei Terrorbirds da. Okay, ich werf dir einen Bogen hin. Uiuiui. Was denn? Nö, wo ist der Bogen? Ja, jetzt war, hier, guck mal, hier liegt er, hier vor mir. Irgendwie sind alle Spawn-Locations belegt. Ich wüsste jetzt nicht wieso. Okay, und jetzt werfe ich dir noch 39 nicht, Pfeile hin, so als kleiner Start. Bekannt sein könnte, warum? Dankeschön. Ich glaube, wir sollten mehr Betten aufbauen. So. Bogen ausrüsten, man muss nur den Bogen ausrüsten. Pfeile lädt er dann automatisch nach, solange du noch hast, aber auch der Bogen geht irgendwann kaputt, deswegen ist es. Ist es sinnvoll, sowas zu lernen? Ja, auf jeden Fall. Damit du es halt irgendwann selbst bauen kannst. Nur macht es halt den Anfang ein bisschen leichter, wenn du zumindest schon mal einen Bogen hast. Und dann würde ich dir noch empfehlen, eine Bola zu erforschen. Aha. Mit der Bola, das ist quasi so ein Seil, da hängen mehrere Steine dran, die du quasi, wenn du das auf den Gegner wirfst, dann bleibt der hängen. Also der kann sich dann nicht bewegen und dann kannst du ihn quasi in Ruhe entweder bewusstlos schlagen, wenn du ihn zähmen möchtest, oder ihn eben erledigen, wenn du sein Fleisch willst. Also ich benutze. Dahin? Der hat einen Luchsaurier gerade getamed. Mhm. Und war damit gerade beschäftigt. Viel Spaß damit. Jetzt sich an nach Hause zu bringen. Ist der groß genug, dass da zwei drauf passen? Nee. Ich habe mittlerweile Stickfight, ja. Luisa. Ich bräuchte nämlich ein Taxi. So, haben wir das auch? Der kann dich aber greifen, wenn du leicht bist. Wo bist du denn? So. Ich bin jetzt hier bei Spectre, direkt. Wo ist Spectre? Am Strand, hier beim Haus. Ihn abgehauen? Quasi. Ich bin auf dem Weg nach unten, weil ich was trinken muss. Ach so. Ich habe leider vorhin vergessen, meinen Beutel zu füllen. Du bist jetzt direkt am Strand, ja? Ja. Seide. Das ist ja cool. Wie schwer bist du? Oh, sehr schwer. Und das ohne Gepäck. Kann ich dir gleich sagen? Null.